Selbst erleben steht im Vordergrund der Sonderschau Sicherheit im Straßenverkehr. Bei verschiedenen Simulationen können Situationen und Zustände im Verkehr risikofrei nachgestellt werden. Am Stand der Deutschen Verkehrswacht stehen gleich mehrere Simulationen und Tests für die Messegäste zur Verfügung. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten zur Verkehrssicherheit. Da haben wir zum einen hier den Simulator fürs Zweirad, Moped, Motorrad. Eignet sich, wenn jemand gerade vielleicht die Fahrschule macht oder einsteigen möchte. Hier werden also gefährliche Situationen dann simuliert, Hindernisse, Vorfahrtsverletzungen und so weiter. Dann haben wir hier einen Reaktionstest, da können die Leute ihre Reaktion testen. Sie betätigen dann Gas und Bremse und es ist ein Dauerlicht grün, das springt dann um auf rot und dann geht es darum, möglichst schnell auf die Bremse zu kommen. Hier ist man natürlich vorbereitet, dass was kommt. Deswegen erreichen wir hier eine Reaktionszeit von 0,3 bis 0,5 Sekunden. In der Verkehrswirklichkeit, da ist man eher abgelenkt oder man schaut mal ein bisschen spazieren. Da ist die Reaktionszeit eher etwa 1,0 Sekunden. Dann bieten wir da drüben einen Sehtest an. Da kann man sein Sehvermögen überprüfen lassen. Und hier unsere drei Rauschbrillen, die also eine Alkoholkonzentration simulieren. Beginnend hier bei 0,8, 1,3 Promille, 1,3 bis 1,5 Promille. Und die Leute nehmen das sehr gut an. Die probieren dann auch Gegenstände aufzuheben vom Boden und merken dann, wie schwierig es ist, wenn sich da einiges verschiebt in der Wahrnehmung. Wir sind hier mit diesem Gurtschlitten und mit dieser Überschlagkabine und versuchen den Fahrern den Sicherheitsgurt ein bisschen näher zu bringen, weil wir nach wie vor zu viele Fahrer haben und Fahrerinnen, die ohne Sicherheitsgurt unterwegs sind. Die Leute müssen sich denn hierher setzen, werden richtig unterwiesen, wie man sich richtig anschnallt, was eigentlich die Fahrschulen schon machen müssten. Aber das eine oder andere Mal erleben wir auch, dass die Leute nicht wissen, wie man sich richtig anschnallt. Nachdem sie sich denn hier angeschnallt haben, werden sie dann da vorne auf diesen stehenden LKW in einer Simulation vorgefahren. Und da erzählen wir denn oder zeigen den Leuten auf, welche Masseentwicklungen da entstehen und wie gefährlich es ist, ohne Sicherheitsgurt zu fahren. Hals über Kopf im LKW. Eine ungewohnte, aber lehrreiche Erfahrung für die Besucher des LKW-Überschlagsimulators. Gehen wir mal davon aus, wir haben vor 6-7 Jahren festgestellt, dass sich nur 15% der LKW-Fahrer angeschnallt haben. Da haben wir gesagt, wir müssen was tun und entwickelten diese Simulatoren, also den Aufprallsimulator und diesen Überschlagssimulator, um den LKW-Fahrern zu beweisen, dass der Sicherheitsgurt dringend gebraucht wird im LKW. Er ist ja nicht nur dazu da, dass er mich schützt bei Unfällen, er ist auch dazu da, dass ich lenkfähig bleibe. Und wenn ich eine Vollbremsung mache im LKW-Bereich, dass der Gurt mich im Sitz hält, dass ich lenken kann. Wenn ich normalerweise eine Vollbremsung mache, bin ich angeschnallt, stütze ich mich am Lenkrad ab und also nicht mehr lenkfähig. Und das beweisen wir hier mit den LKW-Fahrern. Diese und viele weitere Angebote finden sich auf der Sonderschau Verkehrssicherheit, mobil aber sicher, im Zentralfoyer. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.